Willkommen zurück, meine lieben Freunde, bei Far Cry 6. Und wir machen noch einen Part heute, als der letzte Part. Ich werde jetzt noch die Kisten hier holen und dann hier wieder bum 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 machen, vermutlich, so wie ich denke. Jetzt hier wieder bum 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 machen. Aber ich freue mich schon drauf, wenn wir ins letzte Gebiet kommen. Und das wird cool. Das wird wirklich cool. In die Stadt und so. Aber da ist noch ein langer Weg leider. Also nicht mehr so langer Weg. Wir sind schon über 70-80% jetzt durch. Wir müssen natürlich noch die ganzen Hauptstory-Quests hier machen, aber... Ja... Ihr wisst, wie das ist mit den Hauptstory-Quests. So lange dauern die jetzt auch nicht. So, Hebel betätigen. Tatsächlich explodieren hier die Tanks. Ich hatte meinen Spaß dran, Leute. Bum bum. Ich wette, es ist am Ende eine Mission, aber das heißt, haben wir hier schon erledigt. Das ist toll. So, das ist direkt die ganze Chemiefabrik. Also da geht es ja richtig los jetzt. Da geht es richtig rund. In der Chemiefabrik. Da gibt es bestimmt auch wieder Hebelchen, die man betätigen kann. Von Ron, ich bin an der Chemiefabrik in La Jolla. Bevor Umweltschutz cool war, hat Santos diese saubere Anlage gebaut. Sie war aber dann doch genauso schlimm wie alle anderen Anlagen in La Jolla. Sieht aus, als wäre sie noch in Betrieb. Ja, ein weiteres Teilchen von McKays Imperium. Ich sag dir, dem Yankee gehört halb El Este. Er stellt die verdammten Chemikalien her, die auf Castillos Tabak gesprüht werden. McKay tötet unsere Leute und vergiftet unser Land. Gefällt mir nicht, wie es hier aussieht. Ist ein Ingenieur. Okay. Nehmen wir an, da oben wird einer drauf sein oder so? Nee. Ich weiß gerade nicht, wo die Gegner sind. Gefährlich. Na, geht so. So gefährlich war es mir auch nicht. Ein Scharfschütze hält Wache. Nicht mehr. Schloss. Da drin spielt irgendjemand Gitarre. Nee. Hat sich nur so angehört. Jetzt wird jemand drin Gitarre spielen. Ist das für eine Quest hier dann? Oder also, ja, ich nehme an, das wird eine Mission sein, hier reinzukommen. Also hier wird man reinkommen, wenn eine Mission aktiv ist. Jetzt können wir da nicht rein, leider. Gibt es hier keine Kiste oder so? Nichts? Gar nichts? Ist hier wirklich leer? What? Okay, man lässt einfach das Wasser hier ab und dann geht's hier weiter, okay. Ist hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen was, was uns noch so erwarten wird hier. In der Chemiefabrik. Jetzt pisst es natürlich. Natürlich pisst es jetzt. Jetzt auch anders sein sollen. Na gut. Wir sollten eigentlich Richtung Flugabwehranlage erstmal gehen. Ganz ehrlich. Das macht schon mehr Sinn gerade. Dann können wir auch wieder Absprung machen und so.
Das machen wir auch ganz gerne. Ne? Wenn wir kein Fluggerät haben, können wir einfach abspringen immer vom nächsten Punkt und hingleiten. Ja, man muss halt irgendwie gucken, wie man ein bisschen Zeit spart, ne? Weil langsam ist das schon sehr lang hier, das Let's Play, muss ich sagen. Das entwickelt sich zum GTA 5. Aber wirklich. Und GTA 5 war schon lang. Aber Far Cry ist länger. Far Cry ist einfach länger, aber ich spiele jetzt schon über 34 Stunden Far Cry. Langsam aber sicher ist auch wirklich die Puste raus, muss ich sagen. Langsam aber sicher möchte ich wirklich das Ende sehen. Ich bin schon versucht, immer zum Ende zu gehen, aber nein, ich habe gesagt, ich mache das 100%, dann mache ich das auch. Weil das Spiel mir so lange Spaß gemacht hat, möchte ich dem Spiel auch die Ehre erweisen, es komplett durchzuspielen. Alles in diesem Spiel zu holen, was geht. Wenn schon, denn schon. Ist das hier ein Checkpoint? Nee, ne? Aber hier sind irgendwie erstaunlich wenig Checkpoints. Unterstützung gebrauchen. Okay, das ist ein Überfall. Versorgungslager. Ja, ein Hinterhalt ist das, genau. Okay, das wird jetzt wehtun. Klappen. Okay. Erstmal ein paar Pillen schlucken. Was ein Scheiß. Als Pillen schlucken haben wir noch nicht oft gesehen, aber das ist nicht sogar das erste Mal jetzt gerade, weil ich erinnere mich nicht daran, dass ich schon mal Pillen geschluckt habe. Schön, dass man manche Heilungsanimationen wirklich gar nicht sieht. Und nur sehr, ganz selten. So hat es wenigstens mal eine Variation gehabt jetzt. Also ich meine das jetzt ernst. Schön, dass man mal was anderes gesehen hat. Das ist immer das Gleiche. Ich mag Variationen. So. So. Dann zur Flugabwehranlage, nicht wahr? Schön ist, da haben wir bald auch dieses ganze Gebiet hier, quasi alles, was wichtig ist in dem Gebiet. Wir haben nicht alles entdeckt. Also wir, doch, entdeckt haben wir eigentlich prinzipiell schon fast alles, nur wir haben nicht alles aufgedeckt auf der Karte. Das ist die richtige Ausdrucksweise, weil wir halt sehr viel geflogen sind. Aber ich werde das einfach noch nachholen, keine Sorge. Das mache ich dann irgendwann außerhalb einer Aufnahme, dass ich da einfach nochmal überall drüber fahre. Mit einem Quad oder so. Ihr werdet alle Kisten, also nicht alle Kisten, aber ihr werdet alle wichtigen Sachen schon sehen im Let's Play hier. Man kann natürlich jetzt behaupten, das Let's Play ist kein echtes 100% Let's Play, weil man nicht alles sieht im Let's Play. Aber... naja. Man kann es sagen, muss man aber nicht, oder? Muss man nicht. Ich genieße auch manchmal das Spiel einfach auf Boxen zu spielen, also auf meinen Surround-Boxen. Es hat ein ganz anderes Feeling als mit Kopfhörern. Ich vermisse das auch schon so ein bisschen, zu spielen ohne Kopfhörer. Aber gut, das hat das Los, was ich gezogen habe, wenn ich streame und YouTube mache. So. Man kann übrigens auch wilde Tiere füttern, habe ich mitbekommen. Habe ich nämlich gemacht. Habt ihr leider nicht gesehen. Aber kann man. Kann man machen. Scheiße. Was nicht alles geht in dem Spiel, nicht wahr? Natürlich. Oder? Ach komm, ich komme hoch. Wunderbar. Okay, wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich oben. Ist das ein Gegner? Nein, das ist kein Gegner. Augen auf.
perfekt. Da habe ich aber auch direkt alle getötet, die da waren. Damit kann Juan Supremus herstellen. Ja, nicht alle scheinbar. Oh. Ernesto kommt bald, um nach der Reparatur einiger Schleusen am Damm zu fragen, für den Fall, dass einem unserer Mechaniker was einfällt. Stellt einen Werkzeugkasten beiseite, falls er sich etwas leihen muss. Bestimmt hat er etwas Schönes, was er uns im Gegenzug geben kann, wenn wir ihm helfen. Lass mich doch alle mal in Ruhe hier. Ja. Der will mich jetzt bestimmt überfahren. So wie sie das gerne machen. Weil es ein Insta-Death ist. Oh, komm. Jetzt wirklich? Alter, das war ein Kopfschuss. Scheiß Helm. Lass mich doch endlich mal in Ruhe. Ich möchte nur zum nächsten Punkt, zur Schatzsuche, die machen wir. Das ist doch was Gutes für den Part hier. So haben wir immer noch eine Schatzsuche zwischendurch gehabt, die haben wir schon zwei gemacht. Heute, da machen wir noch eine dritte. Schatzsuchen finde ich mal cool. Mein Gott, der folgt mir immer noch, ehrlich jetzt. Reicht dann jetzt auch, ne? Stalker. Jetzt weiß ich, wie sich Frauen fühlen, wenn sie gestalkt werden. Man läuft einfach so über die Landschaft, auf einmal kommt ein Auto hinter mir hergefahren. Ja, jetzt wissen Frauen auch, wie sie sich dagegen wehren können. Bam, bam, bam. Nein, das war jetzt kein Aufruf zur Selbstjustiz. Bitte lasst mich nicht auf irgendeiner Watchlist landen. Das war ein Witz. Das war nicht ernst gemeint. Logischerweise. Wir verstehen alle ihre Bitten völlig und werden alle das Nötige tun, um aus diesem Damm einen angemessenen Tribut an Yaras wahren Präsidentin zu machen. Ich werde den kaputten Steg selbst reparieren und meine Arbeiter werden sich umgehend um die offenen Schleusen kümmern. Und natürlich geben wir alle hier stolz unserem Lagerraum für ihre Militärgüter. Bitte kommen Sie für den Zweitschlüssel zu mir. Ruhm, Anton Castillo, Rafael. Scheiß Soldados. Die nehmen sich alles. Vielleicht haben sie was Nettes in dem Lager gelassen. Kann ich dir helfen? Sonja! Warum ist er tot? Das verstehe ich nicht. Ist er nur ins Wasser gefallen? An alle. Ich weiß, die Anlage hier ist verdammt alt, aber wir müssen sie für die Widmung an Castillo herrichten, sonst töten seine Soldaten uns alle. Bis ich herausgefunden habe, was mit dem automatischen Schleusensystem nicht stimmt, werden wir sie per Hand steuern müssen. Haltet den Kontrollraum verschlossen, damit die Soldaten nicht mitbekommen, wie kaputt der Damm wirklich ist. Rafael. Der gute alte Rafael. Raffaello. An die Person, die den Kontrollraum mit einem Kettenschloss versehen hat. Ich will Castillos Namen genauso wenig hier an der Wand wie du, aber die Tür zu sabotieren bringt alle in Gefahr. Diesen Soldados wird egal sein, warum der Damm nicht repariert ist. Die erschießen uns so oder so dafür. Also grab mit einem Löffel einen Tunnel, bricht die Tür auf und schießt von innen auf das Schloss. Völlig egal, aber öffne die Tür. Rafael. Oha, okay, warte mal. Können wir von hier? Nee. Von hier können wir niemals aufs Schloss schießen. Ah, doch, das Schloss da vorne. Wunderbar. Ah, das Schloss da vorne sieht übel aus. Wie kommen wir denn da hin? Über welchen Weg kommen wir denn da zu dieser Tür? Kann ich da hoch? Nee. Ah, ich kann übers Dach, oder? Bestimmt geht es übers Dach.
Dann die Frage, ob man aufs Dach kommt. Oder doch, hier vorne sind Fässer. Ja. Und dann komme ich aufs Dach und dann kann ich rüber auf die andere Seite. Statt einen Tunnel habe ich mir eine Luftbrücke gebaut. Als Maul. Miguel, es ist mir egal, dass du neu bist und Angst vor Soldaten hast. In einer Woche kommen sie auf Visite und du wirst sie herumführen. Halte einfach die Klappe und merk dir, wie du an das Damm-Kontrollpanel kommst, damit du kompetent aussiehst. Aktiviere die Schleusensteuerung beim Kalender. Drücke auf den Knopf neben den hydraulischen Überwachungsmaschinen. Dreh das Druckventil, geh zurück zur Hauptkonsole und drück den letzten Knopf. Übrigens, wenn du die Führung verkackst, mach dir keine Sorgen wegen der Armee. Ich ertränke dich dann persönlich, Chefingenieur Gonzales. Aktiviere die Schleusensteuerung beim Kalender. Drücke auf den Knopf neben der hydraulischen Überwachungsmaschine. Problem ist, ich. Beim Kalender ist. Das ist nicht der Kalender. Ich hab's schon verkackt. Beim Kalender ist das hier. Das war richtig. Danach muss ich was drücken. Okay, dann ist da vermutlich der Knopf hier, ne? Ja, dann das Ding drehen. Und dann eine Konsole drücken. Wasser wird abgelassen. Nee, Wasser wird geschlossen. Ah. Okay. Okay. Aber es gibt mir jetzt keinen Schlüssel, oder? Ich muss ja eigentlich einen Schlüssel finden. Inwiefern hilft mir das jetzt? Das verstehe ich doch nicht ganz. Gut, wir können jetzt da runter, wo das Wasser ist. Vielleicht ist da der Schlüssel. Ich hatte ihn ja wirklich ertränkt. Wir können ja nur auf die eine Seite, ne? Wir können auf beide Seiten runter, aber. Da unten ist was. Da ist eine Leiche. Warte mal, wir können es auch auf die sichere Art und Weise machen. Den Schlüssel brauchst du nicht mehr. Der Schlüssel, wunderbar. Da haben sich alle unsere Fragen geklärt. Hier bin ich fertig. Viel zu lange schon trug dieser Ort den Namen des falschen Präsidenten Santos Espinosa. Des Schwächlings der Jahre regierte, bis Anton Castillo den Ruhm unserer Nation wiederherstellte. Sobald er saniert ist, wird dieser Damm in Anton Castillo Damm umbenannt. Die offizielle Beschilderung wird bei der abschließenden Inspektion erwartet. Alle Lagerräume auf dem Gelände sind ab sofort für den Militärgebrauch bereitzustellen. Grabungsstätte und dann Grabstätte, okay. Verstehe ich. Heißt die Waffe irgendwie UNG oder so? Die Originalwaffe oder so? Und das ist der Witz, ich weiß es nicht. Wir haben noch eine Schatzsuche übrigens. Wir haben Zeit. Wir haben noch Zeit für eine weitere Schatzsuche. Aber das ist schön, das heißt, wir haben ein Part mit zwei Schatzsuchen. Wie geil ist das denn? Ich verwöhne euch da draußen nochmal so richtig mit geilen Schatzsuchen. Yeah, Mann. So muss es sein. Ebola, du findest die Vorräte hier. Ich sag meinem Kapitän, sie wären verloren gegangen. Gracias. Ja, aber ich werde die Hebel trotzdem betätigen. Das kannst du mich nicht von abhalten. Aber hier sind gar keine Hebel. Diese Station wird ab sofort als Injektionsstation für die Giftpipeline von McKay Global dienen. Die bisherige Wasserfilterung und Verteilung muss bis zum Ende des Tages eingestellt werden. Eine Nichteinhaltung dieser Vorschrift wird schwere Strafen nach sich ziehen. Aber hier ist gar kein Hebel. Hier kann ich gar nicht Bum-Bum machen. Oh. Ich kann gar keinen Bum-Bum machen. Mit eurer Orga. Soll ich
Rennen darf man ja nicht in der Nähe von denen, sonst greifen die an. So. Ich glaube, es geht schneller, wenn ich das so mache eben. Oh ja! Radio Libertad! So, die 100 Meter haben wir sehr schnell hinter uns gebracht. Oh mein Gott, hier sind überall so... Oh mein Gott, muss ich da runter? Jetzt ehrlich? Conron, ich bin an einem verlassenen Ort. Sieht aus, als wäre hier mal gebohrt worden. Angeblich haben McKays Leute da gegraben und eine Höhle entdeckt. Wenn wir keine Revolution zu gewinnen hätten, würde ich das Ding plündern. Das Abenteuer beginnt, sobald Castillo tot ist. Ganz genau, Dani. Scheiß auf alle, die Yara so ausnehmen. Das Tunnelrettungsteam gilt offiziell als verschollen und der Bohrstandort wird mit sofortiger Wirkung aufgegeben. Gebt eure Schlüssel im Büro auf dem Gelände ab. Alle sichergestellten Schreinartefakte von diesem Ort, Bohrstandort D, Funde Mimo Abosi, sind Eigentum von McKay Global. Alle Mitarbeitenden müssen eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen. Was im Tunnel passiert ist, bleibt im Tunnel. Jay Ricciardi, stellvertretender Bauleiter. Mimo Abosi. Der Trickreiche. Gut, lass sehen, was du für mich hast. Öffnest du etwas Wichtiges? Aber. Lüftungsraum, okay. Das ist nicht so wichtig. Nichts für die Berufsgenossenschaft. Ja, wir müssen auf jeden Fall den Generator aus. Wir müssen auf jeden Fall den Generator ausschalten, genau. Aua. Zerstören kann ich ihn vermutlich nicht. Wie so oft. Ist er jetzt aus? Nice. Er ist wirklich aus. Ja, das freut mich doch. Und dann geht's weiter. Hier denn irgendeiner arbeiten? Es muss einen Weg geben, das Gift zu neutralisieren. Na, Lüftung. Alter Schwede, wie cool das hier ist. Alter Schwede. Mimo Abosi. Uluwa des Windes, der List und des Glücks. Das kann man immer gut gebrauchen. Das heißt jetzt, ich habe alle drei Dinger. Jetzt sind die alle drei Dinger übrigens. Ich hatte vorhin gesagt, dass wir alle drei Dinge haben. Das stimmt ja nicht. Jetzt haben wir alle drei. Ja, die Kiste oben holen wir uns noch und dann war es das für diesen Part. Auch wenn er da ein bisschen kürzer ist, passiert. Aber ich finde, das ist jetzt ein schöner Abschluss. Zwei Schatzsuchen geschafft. Wobei. Ich sehe dich. Ich werde irgendwie kein Freund davon, euch weniger zu geben, als ihr gewohnt seid. Ha ha!
Wofür brauche ich denn hier einen Schlüssel? Ich wollte gerade schon sagen, die Tür kann man doch einfach einschlagen. Gar kein Problem. So. Jetzt habe ich den Schlüssel auch, okay. Ah ne, das ist der Schlüssel gerade zum Lüftungsraum, okay. Das wird der andere Weg, den Schlüssel zu finden. Ich habe wie gewünscht ein Gitter über das Loch zum Schrein gelegt, aber die Anwohner lassen weiterhin Sachen durch die Schlitze hineinfallen. Flaschennachrichten und andere seltsame Scheiß. Ich glaube, das sind Gebete. Das wird mir alles so gruselig. El Presidente hat die Triada nicht grundlos verboten. Ich sage, wir schnappen uns, was wir können und verschwinden, bevor hier noch etwas Schlimmes passiert. So, wir haben jetzt noch... Oh, wir haben eine FND-Basis. Da machen wir die doch. Jetzt ist der Part ein bisschen länger. Statt dass ich jetzt ein bisschen kürzer mache, machen wir einfach ein bisschen länger. Wobei, wer weiß, vielleicht brauche ich noch 4 Minuten. Das kann sein. Aber eine Basis einnehmen zum Schluss noch. 2 Schatzdinger. Ich glaube, 2 oder 3 Truhen haben wir heute gemacht. Plus eine Basis. Also das ist ja mal... Das ist ein proppevoller Part hier. Pappenvoll hier. Ordentlich was erledigt hier. Ich habe Infos. Danny, wir planen einen Hinterhalt. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass die Chancen besser stehen, wenn du uns hilfst. Hey, danke. Ja, ja. Hinterhalt hin oder her. Wir müssen jetzt die FND-Basis erledigen. Das ist gerade unser Ziel. Oh, warum ist sie so weit oben, ey? So. Gucken wir uns erstmal den Intel hier vorne, also die Informationen. Clara, ich sehe hier eine Satellitenstation auf einem Plateau in einem Kakaoanbaugebiet. In der Gemeinde Fernando. Die Soldaten nutzen diese Station, um uns zu belauschen und unsere Verbündeten zu jagen. Befreie alle, die sie dort gefangen halten und erobere die Station für Libertad, Danny. Keine Verstärkung mehr. Wurde jetzt echt entdeckt, ne? Das galt bestimmt als entdeckt, ne? Das hat's echt in 4 Minuten geschafft. Ah doch, es war unentdeckt, okay. So, da haben wir jetzt noch die Kiste, die hier ist. War hier nicht eine Kiste? Ich meine, hier war eine Kiste. So, neues FND-Depot. Ist da noch eins scheinbar. Hier ist ein Schlüssel auf jeden Fall.
Da oben ist eine Waffe, ist da sogar. Noch eine Waffe. Die brauchen wir wirklich. Damit wir alle haben irgendwann. Das wird auch noch ein bisschen dauern, bis wir alle haben. Ibis, okay. Na gut, wir gucken mal ganz kurz ins Inventar. Einfach nur, um zu wissen, wie viele der Waffen wir jetzt schon haben. Na, langsam sind es fast alle, ne? Da fehlen hier nur noch 4. Hier fehlt keine mehr. Hier haben wir alle Waffen. Hier fehlen 3. Hier fehlt eine. Hier fehlen 3. Hier fehlen 2. Hier fehlt 1. Und hier, die kann ich ja noch, das kann ich noch kaufen. Ist nicht das Problem. Okay. Ah, langsam haben wir fast alle Waffen, ne? Ist nicht mal viel. Was ganz bald du? Geschafft. Hey, Danny. Wir planen eine kleine Überraschung für Castillos Soldaten. Kämpfe mit uns. Mach diesen Überfall zu etwas Besonderem. Danke, danke. So, jede Menge Hinterhalte hier. 2 Stück in der Nähe. Hier aber auch wieder jaranische Geschichten. Da müssen wir übrigens auch noch im alten Gebiet. Hier haben wir noch eine jaranische Geschichte. Schocktherapie und sowas. Ich glaube, im ersten Gebiet haben wir auch noch irgendwo eine, oder? Nee, da haben wir keine mehr. Wunderbar. Aber wir müssen die auch noch alle machen. Eben Quest natürlich auch wichtig. Hier oben ist doch eine. Danke für die Likes. Stimmt, ich erinnere mich. Ja. Aber wir haben jetzt fast das Gebiet hier komplett durch. Das ist doch schon mal schön. Wir müssen noch hier hin. Wir müssen dahin, dahin, dahin. 4 Orte, 5 Orte, 6 Orte, 7 Orte. 8 Orte, 9 Orte. Noch 9 Orte besuchen hier. Und dann haben wir das erstmal dieses Gebiet. Von den 3, die hier sind. Das Gebiet ist auch nicht mehr viel. Hier ist nämlich gar nicht so viel. Sieht man ja. Hier ist was, da ist was, da ist was, da ist noch was und das war's schon. Da sind noch 4 Orte oder so. Hier ist ein bisschen mehr wieder noch, was wir noch machen müssen. Den Gebiet hier, aber das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Ich bin da guter Dinge. Ja. Langsam aber sicher sieht's aus, als würden wir langsam auch alle Außenposten haben bald. Der hier noch. Ich wette, hier ist bestimmt auch noch irgendwo einer. Vielleicht das hier hinten, aber die haben mir bis jetzt nicht gesagt, dass noch irgendwo einer ist. Wir haben mittlerweile hier schon alles aufgedeckt an Außenposten. Also wir sind schon gut dabei, würde ich sagen. Luftabwehr da oben, okay. Hier kann man eh nicht fliegen, glaube ich, solange man die Mission nicht beendet hat. Und ja, ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Gut, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein, für diesen Part und auch für heute im Stream. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin haltet die Ohren steif. Macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.